Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer Runde Market Roundup. Wir haben ein bisschen was zu erzählen, denn an den Märkten passiert so einiges. Deswegen werde ich heute nicht allzu viel drumherum reden, sondern wir werden gleich einmal einsteigen, denn die Woche steht einiges an. Wir haben einiges an Quartalszahlen in den nächsten 2 Wochen. 65% der Gesamtmarktkapitalisierung in den USA legen Quartalszahlen vor. Also Bewegung am Markt ist in großerlei Hinsicht zu erwarten. Wir haben auch viele Wirtschaftsdaten. Wir haben viele Daten rund um Zinsen. Wir haben viele Daten rund um Inflation. Es ist also einiges los in den nächsten 1-2 Wochen. Und ja, wir werden natürlich euch im Bilde behalten, aber zuerst einmal darauf blicken, was denn schon passiert ist. Denn es ist ja auch ein bisschen was passiert in den letzten 1-2 Wochen. Denn wenn wir mit dem Blick auf den DAX starten, dann sehen wir ganz gut, dass wir uns aktuell immer noch in einem Abwärtstrend befinden, auch wenn der sich so langsam beginnt zu stabilisieren. Es gab schon mal vorher den einen oder anderen Stabilisierungsversuch. Wir sehen jetzt hier so seit die Woche, seit dem letzten Montag, seit dem 15. April, als es so den ersten Stabilisierungsversuch über die ersten 1, 2, 3 Tage gab, dann ging es nochmal die letzten Tage weiter bergab und jetzt, heute, gestern, so die letzten Tage, stabilisiert sich das Ganze ein wenig. Freitag war nochmal ein negativer Tag, insbesondere aber auch in den USA. Wir sehen diese Korrektur auch unten im RSI. Der war jetzt eine lange Zeit überkauft, dann zuletzt deutlich überkauft hier im 85er-Bereich. Also der ganze Markt war laut RSI deutlich, deutlich zu hoch. Diese Korrektur hat das Ganze jetzt wieder in einen angenehmeren Rahmen gebracht, zumindest für den Indikator. Und jetzt erwarten wir weitere Impulse natürlich durch Zinsentscheide, durch Quartalszahlen und dementsprechend auch weitere Bewegungen im Markt. Der Pessimismus, der hat sich trotzdem auch in vielen Indikatoren wiedergeschlagen. Hier ist es jetzt mal der Put-Call-Skew, über den wir öfter gucken. Also hier gucken wir uns an, wie positiv, wie optimistisch ist eigentlich der Investor gegenüber der Gesamtmarktentwicklung. Und wir hatten ja zuletzt ja so einen absoluten Tiefpunkt hier erreicht beim Eurostoxx, zumindest wenn man auf die letzten Jahre blickt. Und wir haben auch Tiefstwerte erreicht oder tiefe Werte erreicht beim S&P 500, zumindest bis zum Ende 2023. Dieser Optimismus hat sich jetzt gedreht, das heißt, die Märkte sind deutlich wieder in eine Korrektur gelaufen, es wird wieder mehr abgesichert. Das ist das, was uns dieser Put-Call-Skew zeigt und dementsprechend manifestiert sich hier auch das, was wir in den Kursen ganz generell sehen. Wir gehen weiter mit dem Blick auf die 10-jährige Bundesanleihe, denn das sind ja im großen Teil die Übeltäter. Vielleicht nicht die 10-jährige Bundesanleihe, aber insbesondere die US-Bundesanleihen, die wir uns gleich ansehen. Wir haben ja immer dieses schöne Dreieck hier im Blick, das wir jetzt hier eigentlich seit Jahresbeginn ganz gut zeichnen. Und dieses Dreieck hält sich eigentlich auch immer noch halbwegs in der Waage. Wir haben ja in Rot eingezeichnet einmal die Zinsentscheide der FED. Der letzte Zinsentscheid, der ist jetzt vorüber und da gab es ja keine große Veränderung, keine große Bewegung. Nächster Zinsentscheid im Juni steht an. Hier wird auch immer noch eine Zinssenkung erwartet. Wir sind jetzt aber durch die Korrektur, die es insbesondere in den USA im Rahmen der Zinserwartung gegeben hat, hier nach oben herausgebrochen. Ich muss aber sagen, wir halten uns noch halbwegs hier im Rahmen. Also dieser Trend ist fast noch intakt, hier insbesondere bei dieser 2-5er-Linie, die noch leicht drüber liegt. Und das auch mit der Erwartung, dass halt in Europa bei der EZB immer noch die Zinserwartung im Juni ansteht. Bevor wir uns das nochmal im größeren Bild angucken, kurzer Blick auf den S&P 500. Hier ist, wie gesagt, das Bild etwas deutlicher. Wir haben hier quasi diese Dreiecksformation gehabt, also lange, lange stabile Aufwärtstrend, eine ganz kurze Korrekturphase hier in diesem blauen Kasten, eine kurze Konsolidierungsphase und dann mit Kommentaren rund um das Thema Zinsentwicklung, dieser Abwärtstrend, dann auch nochmal zusätzlich belastet mit Entwicklungen durch den Chip- und Informationssektor. Wir haben es gesehen bei ASML, wir haben es gesehen bei einigen Erwartungen, die es an diese großen KI-Highflyer gegeben hat, die zuletzt zumindest nicht erwartet wurden und erfüllt wurden. Die Quartalszahlen stehen in vielerlei Hinsicht zwar noch an, allerdings gab es Zahlen von dem Chiphersteller ASML, gucken wir uns gleich nochmal an, und der hat darauf hingedeutet, dass das Wachstum im Chipsektor vielleicht nicht so stark ist, wie viele es angenommen haben. Und das hat natürlich den Gesamtindex belastet, in Kombination mit dem Israel-Konflikt, in Kombination mit dem Ukraine-Konflikt und dann auch noch mit der
mit den Thematiken rund um das Thema Zins und Inflation. Und all dieser, ja, dieses Gebräu hat eigentlich dazu geführt, dass wir aus diesem Aufwärtstrend uns nach unten bewegt haben, das Ganze korrigiert hat, auch der RSI hat ja korrigiert. Und jetzt geht es natürlich in die Frage, ja, bleiben wir stabil bei diesen knapp über 5000 Punkten oder führen die nächsten Tage und Quartalszahlen dann wirklich dazu, dass man hier weiter nach unten ausbricht. Dow Jones etwas stabiler, da sehen wir, dass dieser Konsolidierungstrend schon ein bisschen früher angefangen hat, so bei diesen 37.000 Punkten. Der Dow ist nie über die 40.000 Punkte Schwelle richtig drüber gekommen, ist dann hier in so einen Abwärtstrend gekommen, hat sich aber relativ gut stabilisiert bei 38.000 Punkten. Woran liegt es? Ja, hier sind einfach die resilienteren Unternehmen unterwegs, hier ist man weniger zinssensibel. Hier ist man weniger sensibel auf einzelne Sektoren, auf viel Wachstum, auch im Chipsektor geprägt, auch wenn das natürlich auch im Dow Jones eine Rolle spielt. Und dementsprechend ist dieser Index auch resilienter, hatte auch nur nach dem Dezember hier so eine kurze Phase, in der der RSI sehr stark überkauft war. Und ja, man fängt sich hier schon wieder und es zeichnet sich so fast schon wieder so ein leicht positiver Trend hier ab bei um die 38.000 Punkte. Also weiter positiv auch hier beim Dow Jones. Mit einem Blick auf den Nasdaq sehen wir dann auch, dass dieser ja am deutlichsten dann unter die Räder gekommen ist. Also S&P vielleicht das Mittelstück, Dow Jones resilienter, Nasdaq 100 und auch der Nasdaq deutlich mehr im Feuer. Hier natürlich eine größere Gewichtung aus dem Chipsektor, aus dem Informationssektor, darüber auch die größten Belastungen. Das Ganze hat sich hier schon was länger angefangen abzubilden. Der Chipsektor war insbesondere zu Anfang des Jahres sehr, sehr stark, hat dann ja eine lange, längere Zeit jetzt schon wieder konsolidiert und dann gab es diesen deutlichen Abwärtstrend, diese deutlichen Schwünge hier. Aktuell hält man sich so bei den um den 17.000 Punkten. Die nächste Hürde gäbe es dann, die nächste Unterstützung bei 16.600 Punkten. Hier, wie gesagt, auch Fokus auf die nächsten Impulse aus den Quartalszahlen. Dieser ganze Schwung, diese ganze Volatilität, diese ganze Bewegung hat sich natürlich auch ja, in der impliziten Volatilität, also in der erwarteten Volatilität für die nächsten Wochen wiedergespiegelt. Und das sieht man ganz schön am VIX, der ja hier die Volatilität auch in den nächsten Wochen darstellt. Und er zeigt ganz deutlich, dass man ja seit Jahresbeginn hier die höchsten Werte erreicht hat. Wir sind zwar noch nicht auf Niveaus aus Oktober des letzten Jahres, wo wir den Tiefpunkt eigentlich hier gesehen haben, aber wir sehen doch einen deutlichen Anstieg. Und zum einen auch einen deutlichen Anstieg hier in der realisierten Volatilität. Also man wartet schon sehr, sehr stark auf die Impulse, die jetzt kommen aus den Quartalszahlen, ob die den Markt stabilisieren und ja eigentlich wieder so einen leichten positiven Trend bringen oder ob die Märkte hier wirklich dann auch nochmal abknicken, wenn die Quartalszahlen nicht den Erwartungen entsprechen. Ähnliches natürlich im Rahmen der Zinssenkungen, die jetzt im Sommer anstehen. Und das ist das, was wir, wie gesagt, auch in der 10-jährigen US-Treasury hier sehen, also in der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Denn hier sehen wir, dass wir doch deutlich nach oben ausgebrochen sind. Wir haben diese leichte Schwankung bei der Bundesanleihe hier gesehen. Hier doch einen deutlichen Ausbruch aus diesem Dreieck, was wir hier skizziert haben. Hoch über die 4,5%, sogar relativ glatt durchgebrochen, muss man sagen. Gründe, ja, Inflationsdaten, die angestiegen sind und Kommentare auch der FED-Mitglieder. Man muss sagen, wir waren lange Zeit jetzt bei einer Zinssenkung, die eigentlich für Juni angepreist war. Die hat sich die letzten Wochen leicht abgebaut im Rahmen von ja, erst über 75%, über 65%, über 55%. Und jetzt ist das Ganze ja fast nahezu weggeknickt. Wir sind jetzt im Juni nur noch bei einer Zinssenkung, die eingepreist ist, bei 25%. Auch im Juli erwartet man eigentlich keine Zinssenkung mehr, sondern die meisten sind jetzt hier im September. Und das zeichnet sich auch ab, ja, in der Gesamtentwicklung dann der Anleihenrenditen. Hier ist es ganz schön einmal skizziert aus einer Grafik von Berenberg. Also wir sehen hier den Januarschnitt, wo wir ja wirklich auch die niedrigsten Renditen gesehen haben, wo wir die Impulse für den Markt gesehen haben, weil sich die Inflationsdaten auch sehr positiv entwickelt haben. Und hier in Orange sehen wir die erwarteten Zinssenkungen in dem Jahr 2024. Wir waren jetzt hier im Januar ungefähr bei 6 Zinssenkungen, die erwartet wurden. Sehr übertrieben vom Markt, haben wir hier auch lange diskutiert. Dann ging es doch deutlich bergab, bereits eigentlich im Februar. Und jetzt sehen wir hier diesen letzten Knick
zum Anfang des Aprils und das auch mit den Kommentaren, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Wir sind jetzt hier bei unter 2 Zinssenkungen, die der Gesamtmarkt für 2024 erwartet. Die Bank of America spricht davon, dass es die ersten Zinssenkungen vielleicht erst im März des nächsten Jahres geben wird. Und das ist natürlich eine deutliche Veränderung des Szenarios für die Märkte, für die Renditen, wie wir es zum Vergleich des Jahresstarts gesehen haben und übrigens auch, wie wir es im Vergleich des Verlaufs des letzten Jahres gesehen haben. Und damit halten sich eigentlich relativ gesehen die Anleihenrenditen noch auf niedrigerem Niveau. Also hier werden weitere Daten vielleicht neue Impulse setzen können. Und das zieht sich jetzt auch auf viele Statistiken herunter. Man sieht so ein bisschen eigentlich, dass der Durchschnitt ungefähr 8 Monate beträgt seit der letzten Zinssteigerung bis zur ersten Zinssenkung. Das ist so der Schnitt, in dem die letzten Jahrzehnte eigentlich die Fed dann die Zinsen wieder gesenkt hat. Es gab natürlich Szenarien, in denen das Ganze deutlich länger gedauert hat, insbesondere in den 70ern. Es gab aber auch Szenarien, wo das Ganze schneller ging. Wir sind es eher aber wieder über dem Durchschnitt, auch über dem Durchschnitt der letzten Jahre, Jahrzehnte und bei 10 Monaten jetzt ungefähr. Und es ist noch nicht weiter abzusehen, dass die Zinsen jetzt wirklich konkret gesenkt werden. Wenn wir jetzt an den September denken, dann sind wir hier immerhin ungefähr dann bei 14, 15 Monaten und damit natürlich schon auf sehr, sehr hohen Niveaus. Das Ganze spiegelt sich dann auch wirklich wieder in den Gesamtmärkten wieder. Also wir sehen hier nochmal die erwarteten Zinssenkungen von vor 4 Wochen in Schwarz einmal abgetragen und dann die aktuell erwarteten Zinssenkungen in den nächsten Monaten. Was wir hier schön sehen können, die Fed, wie gesagt, diese Erwartungen von vor 4 Wochen immer noch bei teilweise -5 Zinsschritten, -3,5 Zinsschritten bis zum Ende des Jahres. Das Ganze ist deutlich zurückgekommen. Wir sind jetzt ungefähr, wie gesagt, bei diesen unter 2,5 Zinsschritten, die wir gerade eben gesehen haben. Die Erwartungen gehen erst so richtig in den September, wie man es hier sehen kann. Erst da ist so der richtige erste Zinsschritt eingepreist. Die EZB, die hält sich noch in der Waage. Auch hier erwartet man es vielleicht nicht mehr ganz so aggressiv, aber das Szenario für die ersten Zinsschritte hier im Juni ist immer noch intakt und manifestiert sich gerade eher dadurch, dass die Inflationsdaten hier wirklich stimmen. Bei der Bank of England hat sich das Ganze auch wieder ein bisschen zurückverschoben, nachdem der Trend in den letzten Wochen eigentlich eher positiv war. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, ändert sich gerade so ein bisschen das Narrativ, dass Europa die Inflation etwas besser im Griff hat, dass die Zinssenkungen eventuell früher kommen in Europa und erst später in den USA. Und das war lange Zeit halt genau umgekehrt. Und das hat sich auch in den Euro-Dollar-Kursen gerade aktuell wieder gespiegelt. Der Dollar hat wieder an Wert hinzugewonnen, ist wieder stärker geworden. Der Euro ist ein bisschen abgesackt, dadurch, dass dieses Zinsszenario sich verändert hat. Wir sind jetzt hier ungefähr bei dem 1,05er, 1,06er Euro-Dollar-Kurs. Und das spiegelt sich dann am Ende in der Stärke des US-Dollars wieder, den man aber aktuell vielleicht auch gar nicht haben möchte. Wie sieht es in Asien aus? Hier kann man sagen, gab es eigentlich zuletzt positive Daten. Also China hatte doch wieder positiveres Wirtschaftswachstum, trotz Immobilienkrise, trotz eigentlich einem wirklich nicht so richtig in Schwung kommen des ins Konsummarktes. Auch die Wirtschaftsproduktion ist nur leicht gestiegen, aber man muss sagen, grundsätzlich ist das Ganze gestiegen. Wir sind jetzt hier ungefähr bei 5,5% Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Vorjahr. Und das hat die Märkte auch in den Aufwärtstrend gebracht, beziehungsweise in einen Stabilisierungstrend gebracht, wie wir es jetzt hier sehen. Also dieser Abwärtstrend und ein bisschen diese Konsumschwäche, die wir auch teilweise natürlich in der westlichen Welt sehen, hat sich auch im Hang Seng wiedergespiegelt. Aber wir sind aus diesem Abwärtstrend doch jetzt nachhaltig ausgebrochen. Erst in einem Aufwärtstrend, nun in einem Seitwärtstrend. Also auch hier gibt es natürlich Impulse künftig durch Quartalszahlen. Und auch beim Nikkei hat sich einiges getan. Wir sind jetzt zurück ungefähr bei 37.000 Punkten. Steigende Anleihenrenditen sind hier auch ein großes Thema, denn man hofft ja eigentlich, dass man in Japan die Zinsen nicht anheben muss, weil man sagt, der schwache Yen, der wird sich eventuell wieder lösen, wenn ja dann die Zinsen gesenkt werden in den westlichen Ländern, in den USA und in Europa. Und man hofft, dass man selber halt nicht diesen Schritt gehen muss. Jetzt scheint es so, dass es in den USA länger dauert, wie wir gerade eben gesehen haben. Und damit steigen auch die Anleihenrenditen in Japan. Und das belastet am Ende ja nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch wieder generell auch die Yen-Kurse. Und damit sehen wir auch hier einen deutlichen Rückgang doch auf diese 37.000 Punkte, wo sich aktuell dann der Nikkei hält.
Wir gehen weiter. Wir haben noch ungefähr 10, 12 Minuten und wir haben noch vieles uns anzusehen. Wie gesagt, vieles aktuell am Markt passiert. Gold auch wieder konsolidiert, zurück ungefähr bei 2300 US-Dollar, nach einem sehr, sehr starken Trend mit den Märkten auch korrigiert, auch mit ja, den Anleihenrenditen korrigiert. Denn Gold gilt ja eher als sicherer, als Alternative zu klassischen Anleihen. Wenn die sinken, dann korrigiert oftmals auch der Goldkurs. Das ist auch hier passiert. Aber in einem relativ gesunden Maß. Wir sind immer noch bei Höchstkursen von hier 2300 US-Dollar. Ein kurzer Blick auf das, was in den letzten Wochen noch passiert ist. Denn wir hatten auch ein paar Aktien-News, über die man zumindest mal sprechen sollte. United Airlines, American Airlines, also die Flugbranche, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, die waren positiver, als man gedacht hat. Deutliche Erholung auch des Geschäftsreiseverkehrs. United Airlines hat besonders überrascht, weil man gedacht hat, ja, dort ist man sehr mit Boeing verbandelt. Da gab es in der letzten Zeit deutliche Probleme. Allerdings, ja, muss man sagen, hat man hier trotzdem deutlich positivere Zahlen geliefert und auch Erwartungen geliefert. Das hat nicht nur die Aktie von United Airlines und American Airlines nach oben gepusht, sondern auch über den Gesamtflugmarkt. Delta Airlines hat ja auch schon positive Zahlen geliefert und diese Woche steht auch noch American Airlines an. Also der Flugverkehr, der boomt gerade wieder, zumindest erholt sich wieder deutlich. Erholung gibt es auch bei Adidas. Die gucken wir uns die letzten Wochen ja auch schon öfter mal an und dort muss man sagen, gab es ja diese bessere Erholung aus diesem Geschäft rund um die Yeezys und rund um das Thema, wie man sie abverkaufen kann. Nun, ja, muss man auch sagen, hilft dieser Trend, alte Schuhmarken, alte Ikonen wieder neu aufzulegen, dem Unternehmen auch deutlich. Wen das nochmal genauer interessiert, schaut euch unsere Analyse dazu gerne nochmal an. Da haben wir ein bisschen intensiver darüber gesprochen. Ja, und diese Erholung, die manifestiert sich aktuell bei Adidas plus 15%. Und eine Erholung gab es auch bei United Health Group. Da gab es ja in der letzten Zeit eher ein bisschen Schwierigkeiten, weil man gesagt hat, okay, wie wird das Ganze subventioniert? Wie sieht es um das allgemeine Gesundheitssystem in den USA aus? Dort war ich so ein bisschen der Gedanke, dass weniger Gelder vielleicht zu United Health Group fließen. Allerdings ja, waren die Erwartungen positiv und auch der Verkauf des Brasilien-Geschäfts hat dazu geführt, dass man sich wieder etwas aufs Kerngeschäft fokussieren konnte, zusätzliche Gewinne und Umsätze einnehmen konnte und die Aktie hat 14% hier zugelegt. Und auch positiv hat sich das Ganze entwickelt für American Express, muss man sagen. Die Aktie läuft ja seit Monaten sehr, sehr gut. Haben wir ja auch schon öfter analysiert und hier muss man sagen, ja, hat man einfach deutlich davon profitiert, dass mehr Karten ausgegeben wurden. Es wurde mehr umgesetzt, der Reiseverkehr boomt wieder, das freut American Express und auch mehr Karten wurden ausgegeben. Das heißt, auch die teuren Karten werden mehr gekauft bei American Express und das freut am Ende natürlich das Unternehmen, denn davon lebt man, auch von den Gebühren lebt man und hier kosten die Karten ja schnell mal 700, 800 US-Dollar im Jahr und da kann man sich schon ausrechnen, wie positiv sich ein Schwung auf euren Trend zu diesen Karten dann für das Unternehmen entwickelt. Wie gesagt, die Aktie hat weiterhin deutlich zugelegt, jetzt hier bei plus 7%. Was gab es noch? Bank of America, eigentlich solide Zahlen, kann man sagen, etwas positiver als gedacht, aber ähnlich auch wie bei JP Morgan, so eine leichte Skepsis für das nächste Jahr und auch so eine leichte Skepsis in vielen Ausblicksthemen, auch die Aktie ist ja generell ganz positiv gelaufen, also eher eine Konsolidierung. Auch bei Netflix waren die Zahlen sehr, sehr stark, auch da über den Erwartungen und auch der Ausblick war positiv. Allerdings gibt es eigentlich so die größte Hürde an den Zahlen ist, dass man ja eigentlich bei Netflix immer wieder auf die Abonnentenzahlen geschaut hat. Auch diesmal waren es die Abonnentenzahlen, die die Aktie eigentlich bewegt hat. Positiv, muss man sagen, deutlich über den Erwartungen. Jetzt sagt man aber, okay, wir wollen die Abonnentenzahlen bald nicht mehr ausgeben, also nicht mehr in diesen Regelmäßigkeiten zumindest ausgeben. Und da vermuten viele, dass dahinter liegt, dass man denkt, man könnte nicht mehr so schnell wachsen, dass die Aktie halt nicht mehr so viel Momentum hat. Und dementsprechend plant man halt, oder dementsprechend hat die Aktie hier 9% verloren, weil man denkt, okay, das ist vielleicht ein Trick von Netflix. Man muss schauen, wie sich das Ganze in der Zukunft bewegt. Es ist auch so ein bisschen im Tumult rund um generell das Wachstum der Tech-Aktien in den letzten Wochen gewesen. Ja, und das waren auch teilweise die Übeltäter TSMC und ASML. Beide mit positiven Daten, aber auch mit negativen Ausblicken und insbesondere auch mit den Daten, dass man sagt, okay, man denkt, dass der Chipmarkt gerade vielleicht doch nicht so boomt,
wie man es sich erhofft hat. Also ein bisschen Revision gab es da an einigen Stellen. Ich habe es ja schon mal letzte Woche etwas genauer analysiert. Es liegt teilweise auch daran, dass man schon viel Geld investiert hat und man teilweise auch wartet, bis die neuen Generationen, insbesondere bei ASML, nächstes Jahr kommen. Allerdings hat das dazu geführt, dass der gesamte Chipmarkt ein bisschen unter Druck gekommen ist. TSMC, ASML 7-8% runter, Nvidia knappe 10% runter und auch Supermicrocomputer, ich habe es hier nochmal kurz rausgesucht, knapp 22% runter und die waren der letzte Auslöser auch des Abverkaufs und ja, hier sieht man auch teilweise so ein bisschen den Irrsinn, den es am Chipmarkt dann doch gibt, denn was war ganz konkret der Auslöser? Ja, man hat bei Supermicrocomputer nicht neue Quartalszahlen vorgelegt und man hat bei Supermicrocomputer auch nicht gesagt, dass die nächsten Zahlen schlecht sein werden, sondern man hat nur gesagt, wir legen am 30. April Quartalszahlen vor und hat keine Vorabprognose gegeben. Und in den letzten Malen gab es immer eine sehr positive Vorabprognose. Jetzt ist die weggeblieben und der Markt preist das deutlich negativ ein. Die Aktie ist jetzt 22% nach unten gefallen und es bleibt die Frage, ja, ist es wirklich so negativ, wie der Markt es einpreist oder kommen da doch noch bessere News? Etwas negativer liegt es auch im Geschäftsumfeld bei Prologis. Hier geht es so ein bisschen um die Gewinnprognose fürs laufende Geschäftsjahr. Die Zahlen waren aktuell eigentlich positiv, aber hier merkt man so ein bisschen die Konsumschwäche zusätzlich, auch so ein bisschen das höhere Zinsumfeld. Ein klassischer REIT, der hier doch aber ein bisschen verloren hat, muss man sagen. Tesla ebenfalls unter Druck gekommen. Die Belegschaft sollte abgebaut werden. Eigentlich oftmals ein positives Zeichen, weil man sagt, okay, das Unternehmen fokussiert sich mehr auf Profitabilität. Allerdings deutet das auf weniger Wachstum hin, weil man sagt, man braucht keine Mitarbeiter. Und bei Tesla erwartet man noch deutliches Wachstum. Die Kurse sind immer noch auf hohem Niveau, muss man sagen. Zahlen kommen heute. Zuletzt wurden die Preise hier auch gesenkt. Musk wettert ja immer gerne dagegen und zeigt an vielen Stellen, dass es gar nicht so ist, wie man das erwartet hätte. Ja, mal sehen, was dann wirklich an Zahlen heute herauskommt. Und zuletzt haben wir nochmal Sartorius. Ja, hier muss man sagen, gibt es auch wieder Gegenwind aus dem Medizinbereich, auch aus dem chinesischen Markt. Die Zahlen waren einfach nicht positiv und ja, das hat sich am Ende, wie gesagt, von der Tochtergesellschaft auf Sartorius auch durchgeschlagen. Was steht diese Woche noch an? Wie gesagt, wir haben Delta Airlines hier nochmal im Rückblick gehabt vom 9.4. Wir haben gerade eben uns ja nochmal American Airlines angeguckt und United Airlines und auch hier in dem Zusammenhang ja die Quartalszahlen von Delta Airlines. Das war hier mal so eine Idee, die wir aufgelegt hatten am 9.4. Sie hat sich nicht ganz manifestiert. Wir sind hier knappe 5% nach oben, nicht hoch bis auf die 50-Dollar-Linie, sondern nur bis zum alten hochgekommen. Aber grundsätzlich ja, hat sich dieser positive Trend auf dem Flugmarkt auch für Delta hier positiv entwickelt und auch die Zahlen waren grundsätzlich positiv. Was haben wir sonst noch in dieser Woche, wie gesagt, für Ergebnisse? Tesla steht noch an. Wir haben Visa mit Quartalszahlen. Ich gehe jetzt mal nur auf die wichtigsten ein, denn es sind wirklich viele. Das ist auch hier nur ein Auszug. Aber Visa auch im Aufwärtstrend gewesen, auch etwas korrigiert, grundsätzlich immer noch im Trend. Pepsi, sehr, sehr spannend, denn hier erwartet man ja eigentlich, dass es mal wieder einen positiven Impuls gibt, nachdem die Aktie jetzt schon länger seitwärts läuft, ähnlich zu Coca-Cola. Mal gucken, ob hier der Gesamtmarkt nachziehen kann. UPS zum Thema Fracht. Meta, die auch wieder etwas korrigiert hatten, aber auf Höchstkursen noch sind. Boeing auch noch auf niedrigeren Niveaus, aber nicht auf ganz den Tiefpunkten. Also auch vielleicht gibt es hier mal eine Erholung. Viel Themen rund um den Vorstand und Entwicklungen da. IBM, die möchte ich euch noch ganz kurz zeigen an der Stelle. Die hätten wir uns mal am 13.02. angesehen und da gab es diesen deutlichen Ausbruch nach diesem langen Laufen im Trendkanal. 11% ging es hier quasi nach oben. Und damals hatten wir ja so ein bisschen die Theorie, ja eigentlich ist IBM doch ein sehr konstant laufender Aktienkurs und ein konstant laufendes Unternehmen, auch wenn es hier natürlich auch Bewegung rund um das Thema KI gibt. Und tatsächlich hat sich die Aktie nicht so wirklich viel bewegt, seit es diesen Ausbruch hier gegeben hat. Wir sind jetzt vom Monats- und Wochenchart hier rüber gewechselt. Allerdings, wie gesagt, letztes Mal nach den Quartalszahlen ein deutlich positiver Trend hier mit 11% nach oben. Wird also spannend, was dort passiert, ob es weiterhin positive Überraschungen gibt. Auch Ford möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, denn Ford hat mich erinnert an eine Aktie, die wir uns in den letzten Wochen öfter mal angeguckt haben. Und zwar, wer öfter dabei ist, weiß, dass wir lange Zeit Kroger betrachtet haben.
die ein ähnliches Bild eigentlich gezeichnet haben. Und ich hole euch ganz kurz nochmal Kroger mit rüber. Also hier die Ford-Aktie, an der Stelle sehen wir hier Kroger. Und man sieht hier doch ja ein ähnliches Bild. Man sieht diesen Ausbruch, den es hier nach oben gab im April, dann eine Seitwärtsphase. Und wir hatten ja lange auf diesen Ausbruch hier nach oben spekuliert bei Kroger. Den hat es hier gegeben und ja, nicht ganz bis zur Top. Bis zur Toplinie von 60 Dollar hat es gereicht, sondern eher hier bei diesen 56 Dollar und man ist jetzt in diesem Aufwärtstrend hier ungefähr gefangen. Und wie gesagt, das Bild von Ford ist doch sehr, sehr ähnlich. Es gab hier diesen Ausbruch nach oben, auch wenn es ein bisschen Zeit verschoben ist, danach eine Seitwärtsphase, bei der man versucht hat auszubrechen. Allerdings muss ich an der Stelle sagen, für alle, die das Gleiche nochmal durchleben wollen, bei Ford sieht es ein bisschen negativer aus. Zum einen sind wir nicht so oben am Trend. Wir kennen aktuell ein bisschen die Probleme, die die europäischen Hersteller auch im chinesischen Markt haben. Ähnliches gilt auch für Ford. Und man muss sagen, die Erwartungen sind jetzt auch relativ schlecht getroffen worden in den letzten Malen. Also man sieht es hier in diesem Hellblau, wie die Erwartungen an das Unternehmen waren, was wirklich für Zahlen geliefert wurden. Und da sieht man doch, an einigen Stellen lagen diese Erwartungen unter den unter den tatsächlichen Ergebnissen. Die Analysten sind auch aktuell eher auf einem verhaltenen Modus. Trotzdem kann es natürlich hier Impulse geben. Ich würde an der Stelle eher noch abwarten. Am Ende ist es natürlich immer eure Entscheidung. Wir gehen nochmal weiter kurz rüber zu dem, was Donnerstag ansteht, denn dann fängt Big Tech an mit Microsoft, mit Alphabet, die ja auch seit längerer Zeit sich immer noch in dem Modus eigentlich dieser Untertassenformation befinden, die wir uns auch, ja, ich glaube, jetzt schon viele, viele Male angesehen haben. Der MACD ist hier leicht positiv. Der Trend ist auch immer noch leicht intakt, trotz des Abverkaufs der letzten Wochen. Also Alphabet ist hier doch relativ resilient. Und jetzt ist die große Frage, ja, wie positiv ist die Bilanz? Was gibt es rund um das Thema AI zu erzählen? Denn da war viel los in den letzten Wochen, auch bei Alphabet. Gemini ist ja aktuell so in großer Munde. Es wird viel darüber geredet, weil es an vielen Stellen die Erwartungen gibt, dass dieser Chatbot von Alphabet mit dem Namen Gemini besser sein soll an vielen Stellen als ChatGPT. Gespräche gibt es auch mit Apple und dementsprechend bin ich sehr gespannt hier auf diese Quartalszahlen auch von Alphabet, insbesondere weil dieses Chartmuster sich natürlich auch aktuell noch hält. Anders sieht es aus bei Intel, die haben deutlich korrigiert nach unten, muss man sagen. Hier gab es ja große Euphorie, nachdem die Zahlen besser waren als gedacht. Der KI-Hype auch bei Intel angekommen ist als großer Riese. Jetzt gab es dann zwei Wellen an Abverkäufen. Man sieht es hier ganz gut. Drei Indikatoren, die eigentlich gegen Intel gerade sprechen. Wir haben die Bollinger Bänder, die hier nach unten durchbrochen sind. Wir haben den MACD, der negativ ist. Und wir sehen den generellen Abwärtstrend. Die Aktie hält sich aktuell bei diesen 34 US-Dollar. Und man muss sagen, der Abwärtstrend, der fängt sich gerade an zu fangen, aber hier ist noch nichts sicher. Das heißt, die Aktie wartet auch nur auf Impulse, die entweder nach unten oder oben führen. Wird weiter spannend. American Airlines hat mir schon drüber gesprochen. ExxonMobil und Chevron natürlich sehr abhängig auch am Ölpreis. Zwei Kandidaten noch zuletzt, und zwar AbbVie und Colgate Palmolive. AbbVie, spannender Kandidat aus dem Grund, weil das auch charttechnisch irgendwie ganz interessant ist. Wir sind hier bei 160 Dollar auf dieser Unterstützungslinie. Wir haben die Bollinger Bänder, wo man ungefähr jetzt auch so zur Mitte des Bandes korrigiert hat. Dieser Abwärtstrend, der sich hier skizziert hat, ist auch noch nicht wirklich dominant. Das heißt, hier fängt sich die Aktie gerade. Man sieht diesen leichten Erholungsimpuls und das könnte natürlich etwas befeuert werden durch positive Zahlen. Die Analysten sind hier weiterhin sehr, sehr positiv. Die Ergebnisse waren auch immer in dem Rahmen der Erwartungen. Das konnte man gut abschätzen, auch bei AbbVie. Also da bleibt es weiter spannend. Noch etwas spannender finde ich es in dem Falle bei Colgate Palmolive. Man setzt ja aktuell ein bisschen auf den Trend, dass diese Konsumgüter gegebenenfalls auch mal in den nächsten Wochen etwas nachziehen mit dem Markt. Wir haben ja einen ähnlichen Aufbau, eine Unterstützung, die hier relativ dominant ist bei um die 80 Dollar. Auch hier korrigiert bis zur Mitte des Bollinger Bandes. Dann in einem leichten Erholungsaufwärtstrend hier. Der MACD ist auch weiterhin noch positiv. Hier gibt es noch kein Gegensignal. Also auch hier mit Spannung auf die Zahlen zu gucken. Letzte Woche war Procter & Gamble so durchwachsen. Die Aktie hat leicht verloren, aber die Zahlen waren nicht ganz so schlecht. Bei Colgate ist man etwas positiver. Da waren die Zahlen zuletzt immer besser als bei den Erwartungen.
Hier auch die Analysten sehr, sehr positiv. Wir sind also gespannt, was die Woche passiert. Ich glaube, wir werden noch einige News in der nächsten Woche diskutieren können. Diese Woche, was steht noch im Fokus? Ich habe das schon mal genannt. Einkaufsmanager-Indizes im Fokus. Zinsentscheide gibt es die Woche noch. Es gibt Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und Inflationsraten, also neben den ganzen Quartalszahlen auch einiges an Wirtschaftsdaten. Bei uns diese Woche muss man sagen, heute Abend gibt es noch einen Workshop zum Thema Optionen. Hier sprechen wir über das Thema passives Einkommen durch Optionen, Strategien, Signale, Umsetzung. Wer noch nicht dabei ist, ihr könnt ihr euch kostenfrei für anmelden heute Abend um 18 Uhr. Dann am Donnerstag geht es weiter mit Salesforce. Hier gab es ja eine leichte Korrektur. Frage ist, ob die Korrektur denn gesund war nach einem positiven Trend oder es doch ein neuer Abwärtstrend sich aufbaut. Und am Donnerstag gibt es dann die Aktienwerkstatt mit Iron Mountain und dem Thema REITs. Gute Quartalszahlen, wie geht's weiter? Das alles am Donnerstag. Ich habe schon leicht überzogen, das heißt, ich verabschiede mich. Bis dahin, tschüss.